Wir reden heute über Haare. Wie ihr seht, habe ich wieder einen Bob. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ausschließlich nur um meine Haare. Ich war seit fast einem Jahr, sind jetzt 11 Monate ungefähr. Vor 11 Monaten habe ich meine Haare gespendet. Das Video möchte ich euch verlinken. Also wie lang meine Haare vorher waren und wie kurz ich sie dann abgeschnitten habe. Mit diesem Ausgangsmaterial, was ich dann da hatte, habe ich dann meine Haare wieder wachsen lassen. Jetzt habe ich hier, wie man ganz gut sehen kann, eine Stufe drin. Also die muss in der Form muss die weg. Ich werde mir heute einen Long Bob schneiden lassen. Meine Serie heißt ja schöne lange Haare. Und ich habe aber auch schon in den anderen Videos gesagt, das wird nicht so laufen wie vorher, dass ich mir mit Krampf meine Haare lang wachsen lasse, sondern ich habe ja auch eine Zeit lang jetzt Haarausfall gehabt und meine Kopfhaut hat sich auch verändert durch die Thematik, dass ich die Pille abgesetzt habe. Die Videos gibt es auf meinem Zweitkanal, kannst du gerne mal gucken. Und dadurch hatte ich dann Haarausfall und zwar richtig starken Haarausfall. Und die Haare sind aber wieder nachgewachsen, Gott sei Dank. Aber ich habe hier halt lauter so Haarfetzen hier oben, ne? Das sieht nicht schön aus. Und natürlich möchte ich das auch irgendwann mal hier unten haben. Für mich ist deswegen das Thema Long Bob ganz interessant, weil da kann ich meine Haare noch zusammenbinden, da ich eben stark fettendes Haar habe. Ich habe es jetzt tatsächlich hinbekommen, meine Haare so ein bisschen in die Länge zu ziehen mit dem Haare waschen, was am Anfang nicht mal ein Tag ging, geht jetzt so mit Kotzen und Würgen 4 Tage. Aber nach 4 Tagen muss ich die Haare waschen. Es wäre in meinem Fall jetzt morgen, aber ich werde ja heute zum Friseur gehen und mir die Haare waschen lassen. Man sieht diese Stufe, ne? Also die muss einfach raus. Das liegt einfach total bescheuert. Und das wird auch die Länge sein, die ich im Endeffekt dann nachher haben werde. Also Long Bob mäßig. Und mit diesem Ausgangsmaterial werde ich dann, wie gesagt, wieder meine Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Pony bleibt erstmal. Und jetzt möchte ich mit euch noch zum Thema Shampoo was sagen. Ich teste gerade für meine Reihe, ich teste ja feste Shampoos, das Balea Shampoo. Und ich muss schon an der Stelle sagen, ich finde es gar nicht schlecht. Video dazu werde ich aber erst im Juli freischalten. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Shampoo mir so viel besser gefällt, jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt, wie das von Rossmann. Also es ist jetzt auch kein Shampoo, was von den Inhaltsstoffen super toll ist, aber es ist günstig, es schäumt, es reinigt unwahrscheinlich gut, was bei meiner Haarstruktur einfach wichtig ist, weil ich eben ja fettige Haare habe. Du solltest deine fettigen Haare nicht zu sehr austrocknen, das ist auch wichtig. Aber so ein gewisses Reinigungsschema brauche ich schon, weil meine Haare gleichzeitig auch ein bisschen dünner sind. Was meine ich mit dünnen Haaren? Also ich habe Gott sei Dank viele Haare, aber jedes einzelne Haar ist bei mir halt unwahrscheinlich dünn. Und deswegen muss ich mit Pflegestoffen immer aufpassen. Also bei mir funktionieren Shampoos, die reinigen viel besser als Shampoos, die irgendwelche Öle haben. Also da fetten dann meine Haare noch einfach viel, 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 viel stärker und man sieht. Das ist aber auch, das habe ich schon als Kind. Ich habe oben keine Locken und innen habe ich voch viele Locken. Natürlich kämme ich meine Haare, weil eben ich kein dickes Haar habe, sondern dünnes Haar. Wenn ich die nicht kämmen würde, sehe ich recht ausgefranst aus mit der Zeit, ne? Ja. Durch das Pille absetzen hat sich bei mir auf der Kopfhaut halt so ein Ungleichgewicht gebildet, das immer wieder auftaucht, habe ich gemerkt. Ich habe es jetzt eine Zeit lang richtig wegbekommen
und habe Terzolin verwendet. Terzolin ist das gleiche wie das Ketozolin, das ist nur ein bisschen günstiger. Und das habe ich jetzt einfach hier. Das ist ein medizinisches Shampoo, das geht halt nicht anders. Ne? Wenn dieser Pilz auf deinem Kopf überhand nimmt, kann es natürlich wieder passieren, dass die Haare ausfallen. Mal von dem Jucken auf der Kopfhaut abgesehen, ist es einfach ein sehr gutes Mittel, was halt hilft. Also es wirken bei mir auch pflanzliche Mittel wie Neemöl, aber lange halt nicht so gut wie das hier. Und ich möchte natürlich nicht mehr an den Ausgangspunkt kommen, wo ich war vor 2, 3 Monaten. Nee, es war im letzten Jahr, es ist schon länger her. Und da hatte ich eine richtig blutige Kopfhaut und da sind mir unwahrscheinlich viele Haare ausgefallen. Deswegen nehme ich sowas immer so alle 2 Wochen her und meine Haare wasche ich ja alle 4 Tage. Und davon, das hängt halt immer davon ab, was meine Kopfhaut so meldet. Wenn die schuppig ist, dann nehme ich das wieder mit dazu. Also ich nehme es nicht mehr regelmäßig, aber so alle 2 bis 3 Wochen muss es auf jeden Fall sein. Von der Frisur her soll es nach Möglichkeiten so werden, also vorne länger, hinten kürzer. Und so von der Art und Weise her ist, glaube ich, das für meine Haare am allerbesten, weil die halt nicht gerade liegen. Und ich habe halt keine Lust, meine Haare zu föhnen. Ich bin föhnfaul geworden inzwischen. Also ich bin eher jemand, der die Haare dann auch lufttrocknet und dann halt eben Locken, richtig Locken hat. Und da bin ich gespannt, wie das so sich auf meinen Kopf dann auswirkt. Es wird dann so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass das halt so ein bisschen franziger liegt. Ihr kennt mich, ich bin da ja nicht so, dass ich immer einen akkuraten Pony habe und so. Nö, habe ich auch gar keine Lust drauf. Bloß bei ihr war es so, von hinten hat die hinten gleich lang wie vorne und das möchte ich halt nicht haben. Also ich möchte hinten schon ein bisschen kürzer wie vorne haben. Das schmeichelt mir, glaube ich, ganz gut. So, Freunde der Sonne, ich bin wieder bobbig, wenn es dieses Wort gibt. Ja. Also, jetzt habe ich halt Locken in den Haaren, weil es in meiner Welt hier gerade extrem regnet und ich halt einfach gesagt habe, es macht jetzt keinen Sinn, wenn du meine Haare gerade föhnst. Die springen dann gleich. Also hat sie geknetet und das meiste aus ihnen rausgeholt. Aber jetzt sind sie 10 cm kürzer. Wer jetzt sagt, ja, aber das sind doch keine langen Haare. Mir ging es da grundsätzlich auch darum, dass ich meine Haare gesund runterwachsen lasse, mal von dem Haarausfall, den ich hatte, abgesehen. Jetzt haben sie wieder die Möglichkeit, so Fülle zu haben. Und ich hatte schon kaputte Haare, leider. Sie waren schon kaputt nach einem Jahr oder fast ein Jahr. Es waren 11 Monate. Ja, was sagt ihr? Es ist nicht schlecht geworden. Und passt halt auch mit meiner Haarroutine zusammen. Also ich kann die weiter Luft trocknen lassen und habe auch was von meinen Locken dann. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!